Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Februar-Ausgabe der Trendradar Trendbox, die sich hier befindet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box erscheint monatlich, kostet ab 29,95 und wir haben hier drin Produkte aus den Bereichen Beauty, Food, Wellness, Design, dies, das, Ananas, mindestens 80 € Warenwert sind hier drin enthalten und ihr könnt, wenn ihr die Box ganz frisch abonnieren möchtet, mit meinem Code CLAUDI15 15% sparen und ich setze euch den Link dazu in die Infobox hinein. 8 bis 10 Produkte sind hier drin enthalten und sie ist wirklich groß, sie ist schwer, sie ist nachhaltig, sie ist aufregend und ich möchte mit euch zusammen reinschauen. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt und deswegen verlose ich einfach mal in diesem Video ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht auch in der Infobox, genauso wie auch der Link zur Box. So, ich klappe sie auf und bin sehr gespannt. Also die ist wirklich schwer dieses Mal. Das heißt, wir haben hier sicherlich große Produkte drin. Und ich vermute hier dann auch irgendwie, keine Ahnung, Kilo Mehl oder so. Da ist die Trendradar-Box nämlich manchmal ganz schön witzig unterwegs. Hier haben wir ein bisschen Füllmaterial, das hier nicht durch die Gegend fliegt. Aber das ist auch das einzige Füllmaterial. Das ist echt gut gemacht. Hier hat die liebe Lilly geschrieben, dass sie sich herzlich für die Kooperation bedankt. Wir haben hier auf jeden Fall das Thema Weekend Brunch. Das steht nämlich hier auf dem Klebi drauf. Und dann klappe ich das Ganze mal auf. Und ja, wir haben hier echt große Produkte drin. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Die liebe Lene hat meine Box gepackt. Und die Kärtchen kann man sammeln, 1 bis 10. Dann kriegt man eine Überraschungsbox. Weekend Brunch ist hier das Thema. Da sind zwei Ladies drauf. Und dann schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken mit dem Thema gedacht haben. Deine Weekend Brunch Box. Durch deinen powervollen Start in das neue Jahr hast du dich vitalisiert und konntest deine Energiereserven auffüllen. Jetzt bist du bereit für den Februar. Du möchtest deine Liebsten treffen und gemeinsam mit ihnen die Wochenenden genießen. Wie wäre es mit einem ausgedehnten Brunch? Wir definieren deinen Weekend Brunch neu. In deiner Trendbox im Februar entdeckst du kulinarische Highlights und hochwertige Essentials für einen genussvollen Wochenausklang. So machst du deinen Weekend Brunch und die Zeit darüber hinaus zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bin ich gespannt drauf, ne? Und dann haben wir hier auf jeden Fall so ein bisschen Informationen zu den Produkten und die Preise stehen auch noch mit dabei. Dann haben wir hier auch noch Vegan Breakfast Around the World, eine kulinarische Reise durch verschiedene Kulturen. Ich glaube auch, dass alle Produkte mittlerweile in den normalen Boxen, die man auch so von Trendradar bekommt, vegan sind, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Overnight Oats haben wir hier auch noch als Rezept mit dabei und dann haben wir einen Spoiler für den März, was auch interessant sein könnte, weil der März ist ja schon bald. Egal ob Yoga, Meditation, Spazierengehen oder leckere Snacks. Gut ist, was deiner Seele gerade gut tut. Konzentriere dich im März bewusst auf dein Wohlbefinden und entdecke neue Wege der Entspannung und Heiterkeit. Höre auf dein Bauchgefühl und mache das, was sich gut anfühlt. Lass dich dabei von unserer liebevoll zusammengestellten Produktauswahl inspirieren. So gönnst du dir eine Auszeit, die deine Seele verwöhnt. Ab dem 1.3.2024 erhältlich im Trendradar Online-Shop. Sehr cool, ne? Wie gesagt, unten ein Claudi15 Code und Link verlinkt. So, schauen wir mal. Achso, ich mache das Heftchen aber dazu mal auf, dass wir dann auch so ein bisschen gucken können, falls es Alternativen gibt. Ich starte mit einem Beauty-Produkt von OOLution Headline Eyeliner. Den müsste ich sogar selber noch haben. Das heißt, der wird dann auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen reinkommen. Das ist ein Dip-Eyeliner. Bin ich ja eigentlich nicht so ultimativ Fan von, aber der ist eigentlich ganz gut. Ne? Und heute habe ich zum Beispiel mal wieder so einen Stift-Eyeliner verwendet, der mir echt auf den Keks gegangen ist, den ich aber eigentlich sonst immer gerne mochte. Das heißt, ja, sowas hat man hier nämlich eigentlich nicht mit. Das heißt, wenn du so Stift-Eyeliner hast, trocknen die dir halt auch irgendwann relativ schnell aus. Das hast du bei Dip-Eyeliner jetzt eher weniger. Und ja, die sind dann vielleicht dann von der Spitze her manchmal etwas flatteriger. Und man braucht da vielleicht ein bisschen mehr Übung. Aber ich glaube, dass ich damit ganz gut arbeiten könnte. Ne? Packe ich mir auf jeden Fall zur Seite, freue ich mich definitiv drüber. Und OOLution, ja, ist eine hochpreisige Marke. 23 € ist wirklich schon mal eine Ansage. Damit hat man fast schon die Box raus. Ne? Das ist krass. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem Beauty-Produkt. Und zwar habe ich hier was von Mutmaski. Das ist Serum Infused Moisturizer for All Seasons. Ein Tagescreme, ne? Anti-Aging, Hydrating, Soothing, Nourishing und Purifying. Das ist dieses hier. Und ja, Mutmaski ist, glaube ich, eine Marke aus Holland. Und da
ja, die funktionieren ganz gut. Ich habe aktuell von denen in Anwendung diese Ultra-Augenmaske. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr empfehlenswert. Ne? Wenn ihr die irgendwo rumfliegen habt, verwendet die auf jeden Fall. Und ja, da freue ich mich auch drüber. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann machen wir mal weiter. Da gab es Alternativen, habe ich auch gerade gesehen. Ich habe ein Haargummi bzw. ein Scrunchie von Parsa aus Recycle-Material. Das ist wie Kunstleder. Das ist ja aufregend. Das ist wirklich aufregend. Also ja, krass, 5,99 Euro steht hier hinten drauf, ist dieses Scrunchie wert. Und ich mache mir öfters auch mal meine Bommel und dann mache ich mir einfach ein Scrunchie drumherum. Oder abends mache oder nachts, ne? Da mache ich mir auch ein Scrunchie in die Haare, weil das ein bisschen haarschonender ist. Und das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Auch die Farbe mag ich gerne leiden, ne? Das passt ganz gut. Man hätte auch noch so ein Haarband hier drin haben können oder ein Haarreifen. Und ich finde aber das Scrunchie für mich ganz gut, weil Haarreifen habe ich jetzt schon einige da. Ich guck mal, ob ich hier auch dieses Trend-Goodie drin habe. Ja, was man als 12-Monats-Abonnent bekommt. Weil als 12-Monats-Abonnent bekommst du die Box nicht nur für einen günstigeren Preis, sondern du bekommst auch jeden Monat ein Goodie mit dazu. Das hier ist von Very Vase etwas. Das schaut so aus. Und da müssen wir mal schauen, was das ist, weil das weiß ich noch gar nicht. Hier steht zwar was, aber keine Ahnung. Ein loser Mineral Eyeshadow. Okay, da muss ich gucken. Das ist nicht so mein Vibe. Das ist halt so ein bläuliches Lila. 24,99 Euro hat das an Wert. Das ist natürlich auch schon wieder krass. So, jetzt habe ich hier Crunchy Granola Roasted Nuts. Das liebe ich. Das finde ich großartig. Das kommt gerne bei mir mit ins Müsli. Haselnuss Cashew finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Von Holy. Das ist einmal dieses hier und da sehen wir auch hier auf der Rückseite durch dieses Fenster, wie das dann aussieht. Ne? Ich hole mir gerne so Granola. Das kann man sich halt sowohl in Naturjoghurt reinmachen, als auch halt in anderes Müsli, um das halt aufzupeppen. Ne? Und ich mag das tatsächlich, das ist richtig lecker. Das hier explizit kenne ich noch nicht, aber andere Granolas, oh, finde ich großartig. Dann haben wir hier auch noch eine Brotbackmischung mit drin. Und da hätte man auch zwei verschiedene haben können. Ich habe hier das Baukhof Wunderbröt ohne Hafer. Ohne Hafer, okay. Ohne Mehl und ohne Hefe, auch interessant. Brotbackmischung, vegan und glutenfrei. Ja, und das machst du dir einfach mit kaltem Wasser. Und dann kommt das schon direkt, ach. Ganze Sätze sind heute nicht ganz so mein Ding. Also die Mischung in eine Schüssel geben. Mit 500 ml kaltem Wasser anrühren und 15 Minuten quellen lassen. Anschließend den Teig mit nassen Händen zu einem ovalen Leib formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Das Backblech auf mittlerer Schiene in den kalten Backofen schieben und bei 200 Grad Ober-Unterhitze 80 Minuten backen. Vor dem Aufschneiden Brot gut auskühlen lassen. Das ist auch aufregend, muss ich sagen. Ach. Einfach nur mit Wasser, ne? Das ist total easy und relativ schnell hört sich das auch tatsächlich an. Ja, dann habe ich hier als nächstes einen Kaffee drin enthalten von GEPA, The Fair Trade Company, Taste Fair Africa. Bio-Kaffee Maliba, aromatisch milder Bio-Arabica von Kleinbauern aus Uganda. Nuancenreich, durch helle Röstung, angenehm frisch und zart, fruchtig, aus fairem Handel. Das ist auch cool. Kaffee geht immer, ne? 250 Gramm sind hier drin. Das ist jetzt auch ja, einfach schon pulverisierter Kaffee. Das sind keine Bohnen. Aber ich meine, dass unsere Maschine auch tatsächlich noch so ein Fach mit dabei hat, wo man Pulverkaffee reinmachen kann. Ansonsten ist es eine ganz gute Sache, wenn wir dann halt Filterkaffee machen. Finde ich gut, ne? Als nächstes habe ich hier etwas drin, was wahrscheinlich meinem Freund sehr gut schmecken wird. Malzit pur hell. Bio-Brotaufstrich. Ist für mich jetzt nicht unbedingt was. Das hört sich nämlich für mich nach Malz an. Und mein Freund mag total gerne Malzbier zum Beispiel. 180 Gramm sind hier drin. Und das ist ein einzigartiger veganer Brotaufstrich auf Malzbasis. Der perfekte süß-deftige Begleiter für deine Brotzeit oder um Gerichte zu verfeinern. Nachhaltig und Biogenuss ohne schlechtes Gewissen. Das ist auf jeden Fall charmant. Ich persönlich mag, wie gesagt, nicht so gerne dieses Malzige. Aber das ist ja immer eine Präferenzgeschichte. Und hier kommen wir auch zu etwas, weswegen diese Box natürlich sehr schwer war. Wenn du hier so einen Liter Kokosmilch drin hast, dann ist das Ganze natürlich etwas schwerer unterwegs. 3,8%. Ist hier Fett drin, genau. Kein zugesetzter Zucker. Kokosmilch ist auf jeden Fall gesund. Kann man auch so einfach trinken. Scheint auch irgendwie was mit Vanillegeschmack unterwegs zu sein. Ne? Aber ja,
Ich würde so eine Milch ja eigentlich dann entweder in Kakao geben oder ich würde sie mir in Kaffee machen oder so. Und da ist, glaube ich, die Kokosnote nicht ganz so mein Ding. Aber für diejenigen, die das einfach mal ausprobieren wollen, ist hier, glaube ich, so eine Sache gar nicht verkehrt. Und das ist auch noch Fair Trade, was hier so draufsteht, ne? Ist auf jeden Fall charmant. Ja, doch, kann man auf jeden Fall machen. Und das ist auch etwas, was wir bei der Trend Raider Box immer wieder haben. Wir entdecken in dieser Box immer wieder auch unterschiedliche Arten von Milchersatzprodukten, was vielleicht dem einen oder anderen auch ganz gelegen kommt, ne? Und ja, ich glaube, jetzt habe ich hier das letzte Produkt drin. Und zwar, das ist Play-in-Choc, Bio-Schokolade und Spielzeugüberraschung. Wie süß, bedrohte Tierarten, Bio-Schokolade und Spielzeugüberraschung, Milch, Nuss, Gluten und plastikfrei. Aha. Huch, draußen geht irgendwas ab. Hilfe. Ja, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das ist wie so ein Ü-Ei, aber nee. Du hast hier wirklich so eine Überraschung dann drin. Ich greife jetzt einfach mal vor, ne? Und hier habe ich so einen Wal drin, den man so zusammenbauen kann. Das ist süß, ne? So kann man auf jeden Fall den Kindern auch spielerisch beibringen, dass es durchaus eine vegane Alternative zu Schokolade gibt. Finde ich nicht schlimm. Also finde ich sehr gut sogar. Und hier haben wir dann einzeln eingepackt 2 Täfelchen Schokolade drin. Ja, riecht nach Schokolade. Wird wahrscheinlich auch nach Schokolade schmecken. Werde ich ausprobieren. Ach, guck mal, hier war auch noch ein Flyer mit dabei. Hallo, ich bin ein Glattwal. Wir leben im Nordatlantik. Wir ernähren uns von Fisch. Wir können bis zu 16 Meter lang werden und mehr als 70.000 Kilogramm wiegen. Wow. Ich schlucke große Wassermengen, um die darin befindliche Nahrung herauszufiltern. Cool. Wir sind langsame Schwimmer und von Natur aus sanftmütig. Ich lebe allein oder in kleinen Gruppen, die man Schulen nennt. Ich kann zwischen 50 und 100 Jahre alt werden. Wir sind stark vom Aussterben bedroht. Also dadurch kann man dann auf jeden Fall den Kindern Wissen vermitteln. Und das auf eine sehr, sehr niedliche Art und Weise. Finde ich cool. Was kostet sowas? 2,95. Also definitiv so ein kleines Mitbringsel, ne? Ach, wie süß. Eine Giraffe. Guck mal. Das ist schon süß, ne? Muss ich wirklich sagen. Nee, das ist eine coole Box auf jeden Fall gewesen. Wir haben hier wirklich einen guten Mix. Vor allem Food-Produkte sind hier drin enthalten. Aber das passt natürlich auch zu dem Brunch-Thema, was uns ja auch angekündigt worden ist. Weekend-Brunch. Und ansonsten schöne Beauty-Produkte, die mich interessieren. Abgesehen von dem Monolidschatten. Das ist halt so mein, meine persönliche Präferenz, dass ich das nicht ganz so gerne mag. Aber ansonsten Produkte, die man durchaus auch gut verwenden kann. Was meint ihr? Schreibt das mal super gerne in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!